Woher kennst du den Weg? Woher kennst du den Weg? Ja, war richtig. Ja, war richtig. War super. Oh, der Hund ist im Wasser, freiwillig, mit seinen Füßen. Alter, nachher wirst du noch sauber. Der hat wohl nicht so gerne gehört. Ich finde es wichtig und gut, dass er... Eine mega gute Zeit, die jeden Tag einfach nur noch besser wurde. Wir haben jetzt den Campingplatz in Gellert verlassen. War richtig schön. Die haben um 11 Uhr nochmal gratis Kaffee- und Kuchenrunde gemacht oder Kaffee- und Spekulatiusrunde. Das ist quasi der ganze Campingplatz, also die ganzen 30 Leute, die da gerade wohnen, zusammengekommen. Nett in der Runde gesessen, ein bisschen geplaudert. Ich verstehe übrigens erstaunlich viel Niederländisch. Also natürlich nicht jedes Wort, aber so den Kontext kriege ich meistens mit. Ja, Wetter ist gerade wieder schön. Wir haben heute, ich glaube, es sind noch 60 Kilometer. Das Navi behauptet jetzt gerade, es wären wieder 125. Aber wahrscheinlich, weil ich noch nicht wieder auf der Route bin. Die versuche ich gerade zu finden. Und außerdem, wenn ich einen Supermarkt finde, dann würde ich den auch schon mal mitnehmen, dass ich schon mal wieder Hundefutter habe. Richtig viel Proviant brauche ich heute nicht. Heute geht es quasi mal in vier Wände, nämlich zu meiner Mutter. Da werde ich mal ein paar Tage Homeoffice einrichten. Gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht gut von unterwegs lösen kann, wo ich wirklich Ruhe brauche und mal ein paar Stunden konzentriert sitzen muss. Das heißt, da werde ich mich jetzt mal ein bisschen einbauen für ein paar Tage. Ja, außerdem müssen wir natürlich irgendwie den Anhänger wieder reparieren. Das werden wir dann auch da irgendwie vor Ort machen, wenn es denn geht. So ein Schotterpart, da muss der Hund wohl raus, ne? Dann müssen wir den hier befreien und dann kann er weg. So, auf Schotter kommt der Hund immer schön raus. Der war auch noch nicht. Kann er jetzt mal ein bisschen Gassi. Und für mich ist es viel einfacher und angenehmer. Und der Hund freut sich. Barney hier. Und lauf. Danke. Naja, mal testen, ob das auch funktioniert, ne? So, jetzt wird es gleich spannend an der Abzweigung, wie er sich verhält. Ganz häufig bleibt da, lässt er sich zurückfallen und wartet, in welche Richtung es geht. Aber ich glaube, er geht jetzt geradeaus. Mal gucken. Mal gucken. Woher kennst du den Weg? Woher kennst du den Weg? Ja, war richtig. Ja, war richtig. War super. Ja, man merkt übrigens sehr deutlich, wenn er hier nicht mehr so gut kann. Nämlich dann, wenn er so auf Lenkerhöhe läuft und nicht mehr vor dem Fahrrad. Sonst läuft er immer so 2 Meter voraus oder 3 oder 5. Wenn dann die Kondition ein bisschen nachlässt, dann trabt er hier so ganz langsam lang. Wir müssen rechts, da lang, da lang. Ja, los, 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 genau da lang. Ich sehe hier einen See auf dem Navi. Ich sehe einen Hund, der wahrscheinlich Durst hat. Also werden wir mal gucken, dass wir mal an den See kommen. Oh, der Hund ist im Wasser, freiwillig, mit seinen Füßen. Alter, nachher wirst du noch sauber. Ich da auch mal kurz rein. Oh, das ist angenehm. Schön klares Wasser hier. Das ist ein Kieswerk. Da habe ich eine Bank entdeckt. Und es grummelt im Magen. Ich habe doch Hunger. Und irgendwie ist bis zum nächsten Supermarkt noch ein Stück. Also gibt es jetzt die letzten Reste der Nudel. Mal gucken, ob wir für den Hund auch noch was finden. Der kann auf jeden Fall mal aussteigen, wenn er will. Ich habe leider versäumt, Nassfutter zu holen. Deswegen guckt er mich sehr sparsam an, ob er das jetzt wirklich essen soll. Ja, das kannst du essen. Das ist aus Hundefutter gemacht. Für Hunde. Du bist ein Hund.
Probier's. Probier's. Du wirst es vielleicht mögen. Ja, was anderes gibt's nicht. Ist halt so. Naja, wenn's sein muss, ne, fressen wir auch das, ne? Ja. Man kann's ja versuchen, ne? Ja? Mal los? Ja, dann los. Ja, dann frage ich doch gar nicht. Aua, jetzt bin ich mir über den Fuß gefahren, das ist schwer. Gut sei Dank habe ich die richtigen Schuhe an. Und nicht die Sandalen, das hätte jetzt Aua gewesen. Das hätte jetzt Aua gewesen, Sprachzentrum. Mein Sprachzentrum ist auch Aua gewesen. Jetzt habe ich das Geräusch wieder. Das kommt vom Motor irgendwo. Das ist nur, wenn ich trete. Und geht dann irgendwann wieder weg. Also, wir müssen in die Inspektion. Ja, kleine Regenschauer ist vorbei. Ein paar Tropfen gab es, nicht viel. Das Knatschgeräusch war noch kleinere Ursache, als ich erwartet habe. Da war einfach nur ein bisschen Dreck unten in dem Kettenschutz, der da halt gekratzt hat. Ja, mal den Dreck weggemacht und schon kratzt es auch nicht mehr. Barney hier. Und hier bleiben. Ja, hi. Selbst mit anderen Hunden klappt das richtig gut. Da waren gerade zwei große. Oh, da kommt einer von hinten. Hallo, neuer Hund. Der hat wohl nicht so gerne gehört. So, der Hund ist wieder weg. Auch das, ne? Muss man nicht panisch werden. In solchen Situationen immer Ruhe bewahren. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal gehabt an Bauernhöfen, wenn ich da vorbeigefahren bin, dass da die Wachhunde auf uns, die nicht an der Leine waren, auf uns zugerannt kommen. Und nicht, oh, ich möchte mit dir spielen, ich möchte dich gerne kennenlernen, sondern hey, dich würde ich sehr gerne fressen. So, da fahren wir halt einfach dran vorbei, beachten das gar nicht groß. Und dann geht das auch in der Regel gut. Schlimmste, was man machen kann in so einer Situation, Schnappatmung kriegen, panisch werden, irgendwelche hektischen Sachen machen, Unruhe in die Situation bringen. Dann ist es bei zwei Rüden, die sich nicht ganz grün sind, eigentlich vorprogrammiert, dass die sich wohl dann bekäbbeln. Dass die den Graben bewässert. Dass ich meine Regenkleidung anhabe. Ich finde es wichtig und gut, dass der... Ah! Das ist aber nass. Ja, also die Regenkleidung hält. Außer an den Stellen, wo es keine Regenkleidung gibt. Wir befinden uns jetzt auf den letzten Kilometern der zweiten Etappe. Erste Etappe war ja Freund in Amsterdam besuchen. Zweite Etappe ist meine Mutter zu besuchen. Die wohnt in der Nähe von Roermond. Vielleicht sieht man gleich ein Ortsschild, ansonsten verrate ich gar nichts. Ja, es sind jetzt ziemlich genau, ganz schön laut hier, es sind jetzt ziemlich genau 1367 Kilometer, drei noch zu fahren. Also kommen wir heute bei 1370 Kilometern raus. Kleines Resümee, es ist weiterhin geil, es bleibt weiterhin geil. Die kleinen Mini-Probleme, die so über den Tag auftreten, wo schlafe ich, was esse ich, die lösen sich immer von ganz allein. Das mit Barney klappt mittlerweile wunderbar, der sitzt da hinten, kann man es sehen, wunderbar gechillt drinnen und genießt die Aussicht. Das Nebenherlaufen klappt super, der Hund hat eine Kondition, das glaubt man gar nicht. Habe ich vorhin erzählt, er hatte keine Kondition, ich glaube ja, aber ich habe mich geirrt.
Blessuren gab es auch. Einmal Zelt kaputt, wurde sofort am nächsten Tag wieder repariert. Das war gar kein Problem. Ja, und leider ist der Hundeanhänger kaputt. Erstmal notdürftig gepflegt. Und ja, den müssen wir jetzt mal irgendwie vernünftig flicken. Und auch so umbauen, dass der an der Stelle nicht wieder kaputt geht, weil das haben die sich wohl so als Sollbruchstelle ausgedacht. Ja, aber ansonsten, bis auf diese paar Blessuren, ja, das mit dem Anhänger, das wissen wir noch nicht, wie ernsthaft das wird. Ja, süße kleine Rottis, ne? Ist das alles sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe so ab dem ersten Tag eine mega gute Zeit. Jetzt muss ich mal kurz hier anhalten, sonst hier ist einer. Hi. Eine mega gute Zeit, die jeden Tag einfach nur noch besser wurde. Tatsächlich macht mein Körper das Ganze auch ganz gut mit. Ich bin jeden Abend komplett tot. Morgens wache ich aber fast immer neugeboren wieder auf. Mein Popo geht, also es tut jetzt gerade schon wieder ein bisschen weh, aber wenn man alle zwei Stunden mal ein Päuschen macht, dann geht das alles. Puh, was gibt's noch zu sagen? Ja, energieautark. Leider nein. Ich bin trotzdem froh, dieses Solarpanel und die Zusatzbatterie dabei zu haben, weil ich dann meine Technik die ganze Zeit laden kann. GoPro will oft geladen werden. Das iPhone braucht während der Navigation viel Strom. Und dann habe ich ja auch meinen Rechner dabei, der auch ein bisschen Strom braucht. Und tatsächlich schaffe ich es natürlich, wenn ich die mit einem Tag Sonne, schaffe ich theoretisch einen Akku vom Fahrrad wieder nachzuladen, also den kleineren. Beide Akkus, die ich hier in der Regel zumindest anbreche, das ist nicht möglich. Also zumindest nicht, wenn das Solarpanel einfach so auf dem Anhänger liegt, wie es das jetzt gerade tut da hinten. Also wenn man das Panel vernünftig ausrichtet, wie ich das in meinen Versuchen zu Hause noch gemacht habe, kommt man so auf 70, 80 Watt oder 60, 70 Watt. Das ist mit 120 angegeben, das ist also ganz okay für die Temperaturen. Und wenn ich das da so auf dem Anhänger drauf liegen habe, dann habe ich halt 20 Watt. Und selbst wenn ich die 10 Stunden voll habe, ja, dann ist halt eine Batterie vielleicht halb voll oder 40% oder sowas. Ja, ich war hier schon ganz schön oft in meinem Leben, logischerweise, mit allen möglichen Gefährten, aber mit dem Fahrrad echt noch nicht. Und hätte mir jemand vor 5 Wochen erzählt, dass ich das mache, nee, vor 5 Wochen hatte ich hier schon, vor 6 Wochen erzählt, dass ich das mal mache und dass mir das auch noch Spaß macht, den 40 Kilo Hund und alles, was ich so zum Leben brauche, durch die Gegend zu fahren auf dem Fahrrad, mit kleinen Umwegen so, ich hätte das wohl eher dementiert. Aber ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe. Bisher war es eine richtig coole Nummer. Ja, es ist ja jetzt auch kilometermäßig schon ungefähr Halbzeit. Wobei ich auch nicht glaube, dass die 2700 Kilometer reichen werden. Ich bin jetzt ja durch diese Feeds-Knoten-Sache, Knoten.app, immer wieder Umwege gefahren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Rest. Und ihr solltet euch auf die Glocke freuen und den Abo-Button solltet ihr auch drücken. Und vom kleinen schwarzen Hund soll ich auch ganz liebe Grüße sagen. Und auf bald!